Hallo und herzlich willkommen zu diesem letzten Modul des Kurses 5 rund um Hygienic Design für Förderer. Ich bin weiterhin Ihr Roger Scheffler und ich freue mich, dass Sie mehr über das Design von zusätzlichen Komponenten an Bandförderern erfahren möchten. Folgende Komponenten wollen wir beleuchten: Systeme zur Unterstützung der Reinigung, auch Reinigungshilfen genannt, Elektroschränke, Elektrokabel. Und ich möchte nicht versäumen zu erwähnen, dass jedes zusätzliche Bauteil an Förderern Hygienic Design und die Integration in die Reinigung und Wartung erfordert. Beginnen wir mit den Reinigungshilfen. Die folgenden Informationen sollten als Leitinformationen für halbautomatische oder automatische Reinigungssysteme betrachtet werden. Sie sollten uns möglichst immer konsultieren, um Ihre Bandreinigungsanwendung gründlich zu analysieren, bevor Sie Entscheidungen über die Auswahl treffen. Es gibt eine große Vielfalt von Reinigungssystemen auf dem Markt und jedes System hat bestimmte Vorteile oder Nachteile. Es gibt kein universelles System. Das Angebot an Reinigungssystemen reicht von einer einfachen Bürste bis hin zu ausgeklügelten Dampfreinigungsmaschinen. Hiermit möchten wir Ihnen einen Überblick über bestehende Bandreinigungssysteme geben und einen Ausblick darauf, was wir in Zukunft vom Reinigungssystemsuniversum erwarten können. Bürsten. Eine einfache Möglichkeit, die Bandoberfläche während der Produktion relativ sauber zu halten, ist die Verwendung von Bürsten. Im Hinblick auf eine gute Reinigungseffizienz werden Bürsten meist bevorzugt und effizient in trockener Produktverarbeitungsumgebung eingesetzt. Wenn sie in nassen Verarbeitungsumgebungen verwendet werden, besteht die Gefahr, dass die Bürsten zu einem Kontaminanten werden. Daher sollten sie in einem bestimmten Intervall überprüft, gereinigt, desinfiziert, ersetzt werden. Mikrobielle Abklatschtests werden Ihnen helfen, die besten Intervalle zu identifizieren. Abstreifer. Abstreifer sind ein gängiges und effektives Werkzeug für Anwendungen in Trocken-, aber auch in Nassbereichen wie Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchte oder Salatherstellung. Sie entfernen große und grobe Produktreste von der Bandoberfläche. Es gibt statische und dynamische Abstreifer. Der statisch installierte Abstreifer sollte aus kompatiblem Material in Bezug auf den Verschleiß des Bandmaterials sein, da sie oft leichten Kontakt zur Bandoberfläche haben. Das obere Bild zeigt ein interessantes Beispiel eines statischen zweiseitigen Abstreifers. Er kann für regelmäßige Inspektionen und Reinigungszwecke um 180 Grad gedreht werden und ist daher zweiseitig verwendbar. Eine weitere effektive Lösung, die wir gesehen haben, ist ein rotierender Abstreifer, wie auf dem unteren Bild dargestellt. Er dreht sich in die entgegengesetzte Richtung des Bandlaufes und ist daher sehr effektiv bei der Entfernung von Produktresten von Bandoberflächen. Spraydüsen werden zur Unterstützung der Reinigung eingesetzt. Vorsicht, nicht alle Bereiche des Förderers werden mitgereinigt. Generell kann man diese Spraydüsenbalken mit bis zu 30 Bar Wasserdruck beaufschlagen. Manchmal werden chemische Reinigungs- und Desinfektionsmittel über diese Spraydüsen aufgetragen. In diesen speziellen Fällen empfehlen wir, uns oder den Reinigungssystemslieferanten zu konsultieren, um zu einer effektiven und effizienten Lösung zu gelangen, die die spezifischen Produkteigenschaften berücksichtigt. Spraydüsen können innerhalb und außerhalb des Bandförderers eingebaut werden und so für die Reinigung der Bandinnen- und Außenseite verwendet werden. Sie sind an jedem Bandtyp anwendbar, erzielen aber in Verbindung mit Modular-Kunststoffbändern ihre größte Reinigungswirkung. Es ist wichtig, die Installationsanweisung strikt zu befolgen, da sonst die Spraydüsensysteme nicht wirklich effektiv arbeiten können. Hier ist eine Option einer Spül-Trockenstation, die wir in einer Großbäckerei gesehen haben. Dieses System besteht aus zwei Kammern. Die erste Kammer ist für die Bandspülung mittels Helikopter-Sprühstangen-Design mit zwei Düsen.
Die zweite Kammer dient zum Trocknen des Gurtes mit Helikopter-Sprühstangendesign mit zwei Luftdüsen. Der letzte Schritt ist dann ein Trocknungsschritt mittels Vakuum, bei dem die verbliebenen Wassertropfen entfernt werden. Kommen wir nun zu den Trockendampfanlagen. Die Vielfalt an Trockendampfreinigungssystemen ist riesig. Sie stellen eine chemikalienfreie Reinigung dar und sind eine gute Option, insbesondere für Reinigung in trockenen Umgebungen. Sie können manuell oder automatisch fest am Förderer installiert werden. Die Anwendung und Wirksamkeit hängen von Bandtyp und Art der Verschmutzung ab. Das obere Bild zeigt eine Dampfreinigungsanlage eines Bandförderers. Das System reinigt das Band, während es läuft. Und der Dampfsprühkopf oszilliert über das gesamte Band, um die gesamte Bandbreite abzudecken. Das untere Bild zeigt eine ausgeklügelte Dampfreinigungsmaschine, die wir in einem Fleischwerk gesehen haben. Die Installation reinigt das Kunststoffzerlegeband während des Betriebes und sorgt so für einen immerwährend schönen Anblick der Bandoberfläche während der Produktion. Damit sind wir am Ende der Reinigungshilfen angelangt. Bevor wir zu den Schaltschränken übergehen, möchte ich die große Vielfalt an Reinigungssystemen hervorheben, die auf dem Markt erhältlich sind. Ein weiteres Konzept, das wir hier noch nicht berührt haben, aber ein vielversprechendes Konzept darstellt, ist das Roboterreinigungskonzept. Ich bin sicher, dass wir in Zukunft mehr über die Roboterreinigung hören werden. Wenn Sie bereits mehr darüber erfahren möchten, können Sie uns für weitere Details gerne kontaktieren. Damit komme ich zum nächsten und letzten Abschnitt dieses Modules, zu den Elektroschränken und Kabeln. Auch Schaltschränke sollten hygienisch ausgelegt werden. Hier einige Punkte, die wichtig sind. Selbsttätig ablaufende Oberflächen, Türüberhang zum Schutz der Dichtung, Kabel, die von unten eingezogen sind, einfach abnehmbare Dichtung, montiert mit Abstandshaltern, Tasten, notaus, sollten abseits der Produktzone und in das Reinigungsprotokoll integriert sein. Elektrische Kabel sollten geordnet und einzeln gehalten werden und einen guten Reinigungszugang ermöglichen. Je einfacher das Design ist, desto besser. Die Kabelführungen sollten für einen guten Reinigungszugang geöffnet sein. Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Designs und wichtig ist, dass Sie die Verwendung von Kabelbindern eliminieren oder zumindest einschränken, da sie Kabelbündel kreieren und die Reinigung erschweren. Und damit sind wir am Ende dieses Modules zusätzliche Komponenten an Bandförderern. Bei Rückfragen zu diesem interessanten Thema stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Und hiermit beschließen wir den Kurs 5. Vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Roger Scheffler.